Ja, wir wollen euch jetzt mal zeigen, wie man eine kleine Monsterfalle baut mit Wasser und Lava. Die haben wir vorhin schon mal probiert und zeigen jetzt mal, wie die aufgebaut ist. Okay, leg mal los. Ja, mach das. Als erstes brauche ich meinen Rahmen, damit das Lava bzw. und das Wasser nicht irgendwie herumfließen, wo die hin, sondern nur da, wo sie hin sollen. So, Lava hat die Angewohnheit, immer 4 Blöcke zu fließen. Von daher fließt es nur bis dahin. Und das nutzen wir jetzt aus, indem wir jetzt da drunter, Mist, jetzt eine Leiter legen, wo Lava nicht durchfließt, aber Mobs durch, also reinkommen in den Block. Dadurch gleich verbrennen werden. Genau, das ist nämlich zu trick. Hier ist mal ein bisschen Wasser. So, da sehen wir wieder, das Wasser läuft nicht durch. Genau, zwei tief. Brauche hier nochmal Wasser, sonst kalt ich gleich. Okay, vielleicht sollte ich auch mal hier runterkommen. Siehst du voll aus? Ja, warte, ich komme auch mal runter. Also. Ohne zu sterben. Sehr gut. So, 2 Blöcke unter der Leiter kommt dann hier links und rechts Wasser hin, damit das die Sachen, die reinkommen, so zurückgespült werden. Also dahin zu spülen zum Auffangbecken. Genau. Da kann man ganz gemütlich hier das vergammelte Fleisch und sowas aufheben. Ist doch toll, ne? So, jetzt brauche ich eigentlich noch Ja, und dafür wechseln wir mal in die Nacht, glaube ich, das am besten. Okay, wir haben hier oben ein Dach gebaut, damit die Creeps halt nicht auf Lava schwimmen und von oben rauskommen. Das Dach sollte ein Block, also noch vor den Lava sein, bevor das Lava aufhört. Und unten haben wir noch eine kleine Verbesserung gemacht, damit auch wirklich alles, was die Mobs droppen, zum Sammelpunkt fließt. Und zwar kommen die Lava, ach die Lava, die Wasserquellen einen Block weiter links und rechts. Also nicht direkt hier, Achso. sondern eins weiter drin. Okay. Damit der Fluss hier so entsteht und dann halt die Items hier durchfließen. Ja. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Mob, der da Okay. reinkommt. Wer wird denn sein erstes Opfer? Dun, dun, dun. Ah, ich habe einen Zombie da hinten. Zombie, 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 Zombie. Da ist gleich ein Creeper. Aber er hat einen Creeper gefunden. Doppel Hallo, Zombie. Schlampe. Okay, das wurde jetzt nicht aufgenommen, aber. Nein.
Hau ab. Geh weg. Okay, da kommt der Zombie. Ja. Flupp. Und Schiss. Hat er was gedroppt? Wie gesagt, so ein Reiter ist selten. Ich hab hier schon wieder einen. Echt? Ja. Ich habe noch nie einen Reiter gesehen, den vorhin als wir andere Aufnahme machen wollten. Der ist ein bisschen buggy. Wo? Bei mir in der Nähe. Ach, da komme ich jetzt gar nicht hin. Schade. Ich bin ein bisschen weit weg. Ich guck mal eben den nächsten Mob. Warum ist so eine Spinne? Da war, muss direkt gegen die Spinne kämpfen. Wo ist sie denn? Oh. Ist irgendwie ein friedlicher Abend. Aber nicht bei mir. Ah, Spinne, komm her. Spinne ist nicht so gut, die könnte rauskrabbeln. Ja, wir probieren's. Spinne mag nicht. Wo ist mein Haus? Fuck. Ich muss Spinne nur aggressiv machen, dann ist alles in Ordnung. Ja. Wow. Nein! Geh weg! Oh, das ist ein Skelett! Fuck. Stirb vom Dirtblock. Okay, das war fehl. Das ist ein Skelett. Lock den. Wow. Was? Ah, fuck, geht auf mich! Nein! Okay, das müsste schwierig, die Pfanne zu benutzen, aber alles. Ja, der ist schwierig, die Pfanne zu locken. Nein, ich sterbe. Okay. Also, wenn du das alles ins Video packst, dann ist Fail. Es ist im Video. Oh, wie viele Skelette? Okay. Da sieht man Zombie, glaube ich. Ja, die Falle funktioniert auf jeden Fall. Na, ihr könnt ja mal selber ausprobieren und selber gucken, wenn ihr dabei nicht stirbt, ob das für euch rentabel ist oder nicht. Na? Ich gehe jetzt nochmal sterben. Das macht so Spaß.